wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So, schmeißen wir mal alles da vor die Tür. Jawohl. Ich nehme Dodge und Kamera. Alles davor schmeißen. Sorry fürs Warten lassen. Brauchen wir noch Items vor der Tür oder sind wir soweit durch? Eigentlich haben wir schon alles vor der Tür. Okay, perfekt. Dann der Breaker ist hinten links, okay. Das kann ich machen. Und okay, dann gehe ich oben gucken, wo der Knochen ist. Dann rüstet euch mal aus. Wo ist denn mein Parabol jetzt hin? Ach, das habe ich, glaube ich, da reingeschmissen. Ah, okay. Dann sucht euch mal eure Sachen in Ruhe aus. Da liegt das. Rein in die Void. Okay, dann check ich mal hier. Liegt alles vor der Tür. Unter der Treppe ist direkt ein Versteck. Ja, hier sind auch 5. 3 Grad. Der ist hier. Wir haben ihn hier im großen Schlafzimmer. 2 Grad. Mal Licht ausmachen. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Nee, also sprechen wir leider noch nicht. Ah, perfekt. Hast du eine Fotoapparat? Nee, leider nicht, aber ich kann einen holen. Nee, haben wir da ein Versteck in dem Raum? Nee. Ah, schade, das ist eins meiner Lieblingsverstecke gewesen. Ich suche hier nochmal eben ein Versteck. Oh Gott, ich habe hier voll den Grafikbug.
Ich laufe immer in eine Void. Im Zimmer gegenüber ist ein Versteck. Okay. Knochi, wir retten dich. Bony Pants. Ghosty Pants, can you show yourself? Are you here? Show yourself, give us a sign. Oh mein Gott, der Grafikbug hier. Ja, ich habe schon ein Foto gemacht. Die Kamera liegt hier vorne. Ich nehme mal Fingerabdruck, oder? Wie du magst. Where are you? Are you here? Es friert. Are you close? Are you a child? Are you old? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Ich glaube, die ist immer noch verbuggt bei mir. Ich versuch's nochmal. Warte, wo ist es denn? Dann hat die da. Die liegt da in der Mitte irgendwo rum. Ja. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du alt? Wo bist du? Sollen wir gehen? Was willst du? Wo bist du? Sprich mit uns. Ich habe bisher auch keine Fingerabdrücke. Verhält sich sehr shady. Ja, was ist ein... Are you here? Oder vielleicht doch nicht? Der wirft Zeugs hier. Wo wirft er denn was? Hä, was wirft er denn hier? Bist du noch im Geisterraum? Wir haben bisher nur Gefriertemperatur, ne? Ja. Geht doch gar nicht mehr. Doch, Verzeihung, Hilfe, war mal viele Jura gehen. Jawohl, Verzeihung, ich hab nichts gesagt. Er hat gerade den Breaker gekillt. Ja, ich geh wieder. Also hier ist. Was haben wir denn noch? Kruzifix und so ist auch schon drin. Okay. Kamera auf die Tür, sagst du? Ja, von hier so auf die Tür so schräg, dass es beide Türen anleuchtet. Und ich mach noch eine andere hier rein. Nochmal zu viel gedrückt. Warte mal, ich muss mir mal kurz Licht anmachen. Ich muss mal kurz gucken, also, wo ich den... Also hier hinten. Das ist ein Ghost Event. Mist! Ah, hat nicht geklappt. Sie war zu schnell an mir dran. Bis ich die Kamera in der Hand hatte, hat es gedauert. Ah, ich glaube, ich habe sogar gerade aus... Nee, das war... Ich glaube, das war jetzt nur ein Interaktionsfoto, leider. Also die Türen müssen halb offen sein. Gut. So angelehnt offen, damit wir die sehen können. Ich tue mal hier eine Kamera auf diese Tür richten.
So, okay, sie ist da reingesteppt. Mein Fotoapparat da. Da liegt noch einer. Den anderen, der liegt hinten im Zimmer, der ist aber schon verbraucht. Ist das schon wieder aus? Ich geh an. Ja. Ich geh an. Okay, die Fotos haben wir schon fast voll. Dann kann ich wenigstens etwas Nützliches machen. Ich gehe mal ganz kurz vor die Tür und guck mal, was es noch so sein kann. Ob ein Early Hunt dabei ist. Schön ein Bild vom Geist machen können. Ja, er hat mich gerade angehaucht. Und er will den Strom aushaben. Zumindest hier bei mir macht er mal Licht aus. Na komm, dann zeig dich nochmal, dann mache ich ein Foto von dir. Ah, da ist ja auch eine UV-Lampe, die benutze ich mal kurz als kleinen Leuchter für nach. Ja, ich habe da hinten hier gerade durch, guck mal. Hier. Da willst du dich verstecken, okay? Hier. Dann versuche ich ihn hier hin zu locken, ich versuche es von hier aus dann zu machen. Wieso, wo wolltest du sonst hin? Und hier sind aber viele Grafikfehler drin, oder? Ja, bei mir ist das immer, wenn ich hier rausgehen will, sehe ich die ganze Skybox. Ja, ja. Und das war wieder der Breaker. Wo wolltest du dich denn verstecken? Ich habe hier mein Lieblingsversteck, hier oben. Hier oben hinterm Sessel, weißt du? Wieso versteckst du da, der Sessel. Was ist da? Hier, guck, da. Hier war ich auch beim 24X, habe ich mich hier versteckt. Und ich hatte einen Wraith, glaube ich, und habe es überlebt. Können wir hier dann noch Licht irgendwie machen? So. Wir können noch ein paar Lampen und sowas hier hochbringen als kleine Licht. So. Haben wir noch einen Sensor? Oh mein Gott, wenn ich rausgehe, du verschwindest sogar ein bisschen. Ich dachte, der huntet. Oh mein Gott. Ich hab mich doch nicht steckrennen. Ich wollte gerade für Mara schon smatschen. Na, hätte er angefangen, das hätte ich wahrscheinlich noch hochgeschafft. Wobei, er ist sehr schnell, ne? Nee, nee, der Breaker ist hier an, es ist warm, also. Das müsste eigentlich klappen. Solange der Breaker an ist, ist alles gut. Hat irgendwo eine Tür angefasst? Ich kann nicht mehr so viel machen, oder? Ich habe auch noch einen mit zwei Fotos.
Ja, dann könnt ihr ja versuchen, während des Hans Fotos zu machen. Sie klingt so nah. Ist ein Event oder ist das eine Hand? Das ist eine Hand. Vorsicht. Vorsicht, sie kommt gleich. Sie klang gerade was schnell. Sie ist jetzt langsam. Da kommt sie. Versuch's mal. Siehst du, wie langsam sie ist? Hab ich. Ja, ja. Ist alles okay? Ist alles okay? Siehst du, wie langsam sie ist? Ja. Die stand gerade vor mir auf der Treppe. Direkt vor mir. Was? Und ist umgedreht. Die stand direkt vor mir. Ja, ich habe sie gesmatscht, deshalb hat sie dir nichts getan. Habt ihr ganz super gemacht. Hier oder ich was? Reinkommen ins Haus. Komm hoch. Weiter. Stopp, da stand sie. Und ich stand hier. Ja, ich habe sie ungefähr, als sie hier war, gesmatscht. Ungefähr. Oh. Ich hoffe, dass das Foto gezählt hat. Ja, wir gucken jetzt mal draußen. Wir gehen mal kurz. Die Aufgaben sind erledigt. Nee. Also ich habe ein Zweier. Leider nicht so, aber das ist doch ein Guckt geiles Foto. Mal das doch. Letzte Bild an einem Album. Ja, aber guck dir mal das letzte an. Beim letzten, da sehe ich leider nur die Treppe und nicht den Geist. Ernsthaft? Ich sehe den Geist und steht direkt vor mir. Die ja, ich sehe es bei dir im Stream. Das ist doch wohl echt krass. Dann werden die wohl doch noch nicht so richtig synchronisiert. Ich glaube, die Fotos sind aber auch immer um ein paar Frames versetzt bei anderen Spielern. Das kann sein, aber das, oh. Aber das sieht bei dir im Stream echt gut aus. Davon musst du dir einen Screenshot machen von dem Bild, wie sie da so mit dem Bandy-Bag ist. Tot, ne? Wer ist tot? Ich dachte, ich bin jetzt tot. Nee, ich habe sie ja gesmatscht, kurz bevor sie oben ankam. Also so oder so wärst du nicht tot gewesen. Denkst du, ich warte, bis sie in dich reinläuft, dass sie dich auffrisst? Oh, wie geil. Ja, war doch eine lustige Runde. Okay, hat jeder super. Handtuch eingetragen? Jawohl. Ja. Okay, dann Abfahrt. Welcome back. There's some jobs ready for you. Also ganz ehrlich, für dieses Foto müsste ich jetzt eigentlich extra Kohle kriegen. Ja. Ja, eigentlich schon. War ein schönes Foto. Wir haben ja $50 jetzt für die Fotos bekommen, aber eigentlich müssten wir ein extra Ding dafür kriegen, echt. Ich dachte so, scheiße, dann jetzt mach noch ein Foto. Kennt ihr diesen Handtuch schon? Knock, knock. Who's hey. There? Han? Handtuch? Not Handtuch? I'm a Banshee. Den hatte ich mal bei irgendeinem Stream gesehen, der ist echt genial, der Witz. Oh, das Foto ist hier auf meiner Pinnwand. Ja, bei den anderen Spielern ist es immer ein anderes. Warte mal, wo ist es bei mir? Bei mir ist es hier oben, die zweite Reihe, das rechte. Wo? Das Foto, was sie gemacht hat von dem Geist. Es ja, ist ja bei jedem woanders. Ja, bei mir auch, das zweite in der Mitte, oben. Du siehst ja da die Türenbilder, da sind ja drei Türenfotos. Vielleicht sind die bei euch ein bisschen versetzt. Da habe ich herausgefunden, dass es Fingis waren, weil der hat zweimal die Tür angefasst. Ich habe dreimal Fotos gemacht, weil ich dachte, scheiß drauf, vielleicht kriegen wir ja Fingis. Und ich habe später erst geguckt und habe gesehen, ah, da sind ja Fingis. Mhm. So kann man es zur Not auch machen, wenn man keinen Bock hat, eine UV-Lampe zu holen und gerade eine Fotokamera hat. Dann macht man einfach noch nach der Interaktion noch ein Foto und entweder ist es Fingerprints oder ist es gar nichts. Mhm.